wird hier alles nur sehr laienhaft gemacht. In dem Fall bin ich der Laie. Heyo und herzlich willkommen bei mir auf einem kleinen Twitch-Kanal Dexter Design. Ich bin Dexter, Grafiker, Illustrator, Zeichner, müde, wie immer, und trotzdem muss es ja weitergehen und deswegen gibt es heute ein bisschen digitale Kritzelei. Da ich noch nicht so ganz weiß, wie ich heute hinkomme, durchhalte, machen wir es uns heute ein bisschen einfach und kritzeln ein bisschen auf dem iPad herum in Procreate. Und ich schalte gleich mal um auf dem Monitor, könnt ihr was sehen, und dann baue ich mir noch mein Brettchen zurecht, damit ich hier mein iPad hier drauflegen kann auf meinen Monitor. Falls ihr das Ganze gerade auf YouTube seht, folgt mir gerne auf Twitch. Und wenn ihr das Ganze gerade auf Twitch seht, folgt mir gerne auf YouTube. Und warum das Ganze nur mit Skizze gemacht wird oder nur im Stil von der Skizze, ist, glaube ich, auch recht schnell erklärt. Denn mir geht es hier nur um das Üben. Um den Ablauf und auch die Bewegung sehr smooth zu halten. Sehr weich. Vorher habe ich jetzt geschaut, wie ich die Hummel platziere, wie die im Prinzip kurz wegfliegt und dann wieder ranfliegt. Und im nächsten Moment soll sie dann gefressen werden. Also ich habe vielleicht zwei Procreate. Animationen mal bei Instagram hochgeladen und die enden ja alle irgendwie so ein bisschen blutig oder brutal. Von daher mache ich das jetzt hier mal nicht anders. Also am Ende sieht man, dass sich das nochmal wiederholt so ein bisschen. Da könnte man nochmal gucken, dass man die Hummel, an der sieht man das besonders, nochmal verschiebt. Aber im Normalfall, oder der Profi wird wahrscheinlich das anders vorzeichnen, und zwar so, dass dann die Zwischenschritte einfach mehr bekannt sind. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also nebenbei. Indem man einfach die beiden einblendet. Da, wo man hin möchte. Berserker. Ui, Berserker-Überfall. Ach je. Guten Abend an alle verrückten Zeichenleute oder Spieler. Guten Abend, danke fürs Raiden, Berserker. Sehr cool, vielen Dank. Also willkommen an alle, die noch hier sind oder da sind oder generell überhaupt erstmal hier sind. Und ja, willkommen bei mir. Der nächste, der mir folgt, ist mein 100. Follower. Aber ihr werdet alle gleich behandelt. Und danke an
Ja, toll, das ist wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Danke an Rü. Und danke an Fabian. Ja, also ich habe noch mal eine Chance. Irgendwann gibt es ja auch 200 vielleicht. Und willkommen nochmal an der Stelle. Ich bin hier gerade ein bisschen am Kritzeln und versuche mal ein bisschen Animation zu machen. Im Notfall müsst ihr nochmal genau Unvolle machen und dann könnt ihr nochmal probieren, 100. zu schaffen. Aber es gibt leider nichts zu gewinnen. Also nicht bei mir. Noch nicht. Und ich mag es immer, wenn es freundlich ist und dann irgendwann blutig wird. In dem Fall ist das der Fall. Und Daniel B. Punkt. Daniel B. Punkt, danke fürs Folgen und willkommen bei mir. Ich muss mal ein bisschen meinen Arm reinpusten, weil meine Vene gerade ein bisschen belastet wird mit Antibiotika. Das tut ganz schön weh. Ich glaube, die hält nicht mehr lange. Wird euch nicht so interessieren. Aber es macht nichts. Gleich mal ein bisschen Werbung. Hallo, hier bin ich in Groß und das ist die Malmonster-Tasse mit dem Malmonster. Das ist hier, naja, das Knüppelding hier drüben. Auch gemacht im Stream. Also wer da mal Lust drauf hat, reinzugucken oder draus zu trinken. Ich habe noch drei Stück im Shop. Auf der anderen Seite steht, schlürfst du noch oder trinkst du schon? Okay, ich finde es gar nicht so schlimm. Was man jetzt noch machen könnte oder was ich noch überlegt hatte, ist eben ein bisschen Blut einzufügen. Und zwar, wenn die Hummel gefressen wird, kann ruhig ein bisschen Blut rausspritzen. Ist jetzt ein bisschen brutal, ich hoffe. Ihr seid schon alle über 18 oder 16, je nachdem. Und zwar an dieser Stelle. Oder hier könnte man so ganz leicht ein bisschen Blut reinbauen. Oder hier. So ein bisschen. Weil ich die Animation in dem Fall, wie gesagt, noch nicht so richtig nicht ausführlich geplant hatte. Und ich mag das lieber, wenn sich die Dinge auch so ein bisschen ergeben dürfen von alleine, ohne dass ich jetzt alles ins Detail plane. Das ist ja lustig. Also mir geht es grundsätzlich ganz gut, nur dass meine Vene gerade ein bisschen rumzickt. Das heißt, mein Antibiotika läuft zwar jetzt noch rein gerade, aber ich habe Befürchtung, dass ich mir einen neuen Zugang legen lassen muss. Das kann ich nicht selber machen. Würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel sagen, aber du hast gefragt. Also vor allen Dingen die Vorspulen. Oder die jetzt hier angelangt sind. Falls ihr das auf YouTube sehen solltet, folgt mir gerne auf Twitch Reno. Und wenn ihr das auf Twitch seht, folgt mir auf YouTube. Und wenn ihr bei beiden Plattformen schon gefolgt seid, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Damit könnt ihr mich unterstützen. Und natürlich ist das auch für mich das Zeichen, dass ihr gerne mehr sehen möchtet. So. Das ist das Ergebnis. Größer, so. Eigentlich müsste es flüssig laufen. Ja, eigentlich geht es schon, ne? Ich habe das so versucht zu bauen, dass ich einen Loop drin habe. Und ich glaube, inhaltlich muss ich, glaube ich, nichts dazu erklären. Deswegen, an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und fürs Dranbleiben, für die neuen Follower bedanke ich mich auch und
bei Berserker natürlich auch, der hat fleißig geradet hier mit einigen Leuten, wovon einige geblieben sind und ganz neu und ganz toll. Ich habe jetzt die 100 erreicht, das heißt über 100 Follower. Das ist spitze, freue ich mich mega. Dafür, dass ich noch nicht so lange dabei bin und meine Sachen ja schon sehr speziell sind, ist das schon, für mich ist das ein Erfolg. Und an der Stelle Dank an alle euch, an euch alle. Folgt mir überall, nur nicht auf der Straße. Macht es gut und bis dahin. Und bleibt kreativ. Vielleicht noch mehr als ich. Bis dahin und tschüss.